Hallo und willkommen zurück zu Far Cry 5. Mein Name ist Malumo und ich begrüße euch recht herzlich hier wieder in der Wildnis von Montana. Ja, im letzten Teil bin ich hier so ein bisschen an dieser Mission verzweifelt, das Gold hier in die Luft zu sprengen. Ich habe es jetzt offscreen gemacht. Und das war auch gut so, um euch mein Fluchen und meine Kraftausdrücke zu ersparen, weil es hat dann doch noch ein paar Versuche gebraucht. Aber ich habe jetzt hier den guten Ray an meiner Seite im Flugzeug und dann hat es doch irgendwann dann endlich mal geklappt. Also das war jetzt die erste Mission, wo ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur zu dämlich angestellt, man weiß es nicht. Aber gut, es ist geschafft. Ja, und wir machen jetzt auch weiter hier, die letzten Missionen im Holland Valley. Noch ein bisschen Kohle. Ja. So, und ich glaube, hier oben ist auch gleich irgendwo ein Prepper-Versteck. Und das werden wir uns jetzt als nächstes holen. Da hinten in 700 Metern. Schauen wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Okay. Hat's jetzt Nick Rye erwischt, oder was? Tja. Gut. Wenn das so ist. Ja, da war mir schon eine ziemlich große Hilfe eben. Ja, ohne ihn hätte ich es auch, glaube ich, dann nicht geschafft. Wobei im letzten Teil, beim ersten Versuch, da hatte ich es ja geschafft. Nur ich wurde dann erwischt, als ich zum sicheren Ort da, also so aus der Reichweite der Bomben gelaufen bin. Hallo. Da sind viele Peggys rum. Die suchen bestimmt die Bergungsstätte draußen am See. Da gibt's bestimmt so einiges, was du gebrauchen könntest. Bestimmt. Okay. Aber erstmal holen wir uns das Prepper-Versteck, was hier oben in den Bergen ist. Gucken wir mal, was es da so Schönes gibt. Was die Prepper da versteckt haben. Na, noch 300 Meter. Wolf, Wolf! Ein Wölflein! So. Es tut mir leid, Wolf, aber ich brauche deinen Pelz. Oh, hier, dieser Wasserfall. Atemberaubend. Diese Natur. Wahrlich. Sowas sieht man nur in Videospielen. Wozu da noch rausgehen? Das ist da oben, das sieht aus wie eine Höhle. Cool. So das Gefühl, dass da auch noch was versteckt ist. Aber was weiß ich schon. Okay, machen die denn hier so weit oben? Hä? Da ist noch einer. Kommen die denn alle her? Alter! Was geht hier ab, ey? Wo ist denn noch einer? Da. Kommen die denn alle her? Ist hier irgendwo ein Nest? Wo ist er denn? Ja, dann komm doch einfach mal her. Okay. Die Schlange habe ich jetzt nicht gesehen.
Ach, ist ja auch egal. Wir lesen jetzt erstmal die Prepper-Notiz. Prepper-Notiz. Stan, wir haben einen Haufen Dynamit in der alten Mine unter dem Haus gefunden. Wenn du das liest, sind wir schon los, um es zu holen. Wir schauen mal, ob wir da unten ein Waffenversteck oder so etwas einrichten können. Jawohl. Hier hängt auch noch eine Tutti. Ihr habt gefragt. Faith antwortet. Schickt diese Angels runter, um die Sünder zu erledigen, die sich in der Mine verstecken. Aha, aha. Da. Wieso ist der jetzt explodiert? Hm. Okay. Da komme ich nicht durch, oder was? Ah, doch. Okay, das sah nach einem Angel aus. Oh oh. Ach du Scheiße, Alter. Das ist ja hier richtig horrormäßig. Fuck, hier geht's auch nicht weiter. Shit, was ist hier los, ey? Ich verbrauche hier meinen ganzen Sprengstoff. Oh Mann. Okay, okay, okay. Oh, hier ist alles voller Blitz, ey. Kann ich den Haken irgendwie benutzen? Komme ich da rüber? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann. So komme ich da schon mal nicht rüber. Wieso kann man denn den Haken hier nicht benutzen? Scheiße. Wie komme ich darüber? Wie komme ich darüber? Alles voller Bliss. Notiz ist, ich glaube nicht, dass diese Bastarde schwimmen können. Wir sollten die Wand aufsprengen und dieses Loch mit Wasser füllen. Ah, okay. Ach so. Ja, alles klar, ich weiß Bescheid. Man muss auch mal so ein paar Notizen lesen. Warum zum Teufel hat sie diese Angels hier runter? Ah, okay, wir haben es gefunden. Lunte brennt. Abgeschlossen. Jawohl. Prepper Shots. Ordentlich Kohle. 3 Vorteilspunkte wieder. Wie zum Henker komme ich hier wieder raus? Ich glaube, das war's schon hier, ne?
Notiz des Widerstands. Die Sekte muss uns zu dieser Mine gefolgt sein. Wir hatten ein paar Barrikaden improvisiert und uns für einen Schusswechsel eingegraben. Aber sie schickten uns, ich weiß nicht, wen oder was die Peggys da genau zu uns runtergeschickt haben. Aber es waren Monster. Wir schießen auf sie, aber sie stehen immer wieder auf. Wir können von hier unten keine Hilfe rufen. Gott stehe uns bei. Okay, das sind diese Angels. Die scheinen echt abgefahren zu sein. Jetzt erstmal raus hier aus der Bude. Gucken, wo wir jetzt rauskommen. Vielleicht da hinter dem großen Wasserfall, den wir da vorhin gesehen haben. Ja, ich sag's doch. Ich sag's doch. Jo. So. Oh, ich Idiot. Nein. Fuck. Und erstmal direkt in den Tod gestürzt. Dabei wollte ich doch den scheiß Gleitschirm aufmachen. Ah, manchmal bin ich aber echt zu doof. Naja, was soll's. Sind wir halt hier. Hätten wir das Prepper-Versteck auch erledigt. Jetzt kommen wir nochmal zu Wendell Rattler. Können wir da nicht irgendwie mit dem Gleitschirm oder so hin? Eigentlich keinen Bock, jetzt so weit zu laufen. Achso, wir können natürlich auch eine Schnellreise machen in die Nähe. Einfach mal dahin. Dann brauchen wir nicht so weit zu Fuß latschen. Der Bundesstaat meldet ungewöhnlich hohe Verkäufe. Die Ladeninhaber, mit denen wir sprachen, führten dies auf die jüngste Prepper-Bewegung zurück. Es überrascht allerdings kaum, dass eine... Wir wollen kein Radio! Du hast uns gerettet! So, wo war denn das jetzt da in die Richtung? Du bist erstaunlich. Du bist absolut geil im Kampf. Danke. Was fehlt uns denn jetzt hier eigentlich noch? So ein paar Sachen eigentlich nur noch. Haben wir jetzt eigentlich den neuen Helfer freigeschaltet? Nö. Ach, ist auch gar keiner. Aber die könnten wir noch freischalten. Grace Armstrong, die befindet sich ja hier. Bei der Lamb of God Kirche. Ja, je mehr Helfer, desto besser, ne? Würde ich sagen. So, da vorne ist es. Gucken wir mal, was hier wieder los ist. Okay, ein paar Tote. Hey, ein alter Cowboy, geil. Neuer Charakter entdeckt, Wendell Rattler. Hat der gute Wendell vielleicht irgendwo einen Safe hier in seinem Haus versteckt? Dann würde ich dann doch direkt mal plündern. Ich brauche Kohle. Aber scheint nicht so. Hallo, Wendell! Ich heiße Wendell. Oder Wendell. Wendell Rattler. Aber die meisten nennen mich Red. Ich würde normalerweise keinen Fremden so anquatschen, aber Dutch hält viel von dir. Ein paar von uns haben gemeinsam in Vietnam gedient. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir in diesem Dschungel gesehen haben. Also haben wir uns geschworen, dass wir bereit sein werden, wenn so etwas jemals in unserem Land passiert. Wir haben eine ordentliche Sammlung zusammengestellt. Waffen, Munition, Ausrüstung. Wir haben sie unseren Freiheitsfonds genannt, weil uns das unsere Freiheit bis zum Tod garantieren sollte. Aber das ist lange her. Und der Einzige, der jetzt noch lebt, bin ich. Oh. Die Ausrüstung ist sicher verwahrt.
aber wir haben die Kombination unter uns aufgeteilt. Wir haben jede Zahl in unsere Sturmfeuerzeuge eingeritzt. Wäre ich 10 Jahre jünger, würde ich mich selbst auf die Suche machen. Aber jetzt würde ich einfach sinnlos dabei draufgehen. Ich brauche deine Hilfe, die Feuerzeuge zu finden. Bring sie zu mir. Und du darfst dir was aus dem Vorrat mitnehmen. Okay. Verdammt soll ich sein, wenn ich zulasse, dass diese Sekte mein Land niederbrennt. Was sie dabei hatten, eine neue Nebenmission. Was haben wir denn hier? Ach so, da ist der Code für benötigt auf den Feuerzeugen. Na gut, okay. Können wir mal gucken hier. Logbuch, Nebenmission. Ah, 12 Stück sind das, okay. Kühlschrank. Wir können uns hier nochmal schnell den Sendemast holen. War ja auch noch eine Nebenaufgabe. Ich glaube, die Satelliten oder so das kaputt machen. War da gewollt. Ja, das machen wir mal schnell. Ist doch gleich hier vorne. Was soll der Geiz? Auch nicht noch den Raketenwerfer? Ja, natürlich. Damit können wir das vielleicht machen. Oder wir müssen halt hochklettern, ich weiß es ja nicht. Irgendwas wird da unten auch schon wieder rumgeballert. Wo schießen die denn hin, ey? Alter. Ich sehe mit denen. Worauf schießen die denn? Boah, Alter. Bär! Gib mir deine Grizzlybärenhaut. Zerstöre die Satellitenschüsseln. Okay, da ist ein Wolf drin, ne? Oh. Tut mir leid, Wolf, aber du störst mich hier in meinem Unterfangen. Ich will hier rein! Erntebefehl. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Ah, mit dem guten alten Enterhaken. Deswegen ist es sinnvoll, immer einen dabei zu haben. Achso, hier haben wir eine Leiter. Worauf schießen die denn, Gottverdammt? Die machen dann nur Training, oder was? Auch nicht schlecht. Oh, scheiße, ist das hoch. Oh, oh, oh. Scheiß Höhenangst. Nein, habe ich gar nicht. Alles gut. So, was, wie viele? 5 Stück soll das sein? Das habe ich doch jetzt schon eine übersehen, oder? Ah, hätte ich da nicht einfach im Raketenwerfer einmal draufhalten können? Das wäre wieder zu einfach gewesen. Lässt seinen Rucksack hier oben stehen, verdammt.
Was? Zerstöre die Satellitenschilde? Ob sie. Ach, in den Helikopter! Okay. Ja, das würde ich gerne machen. Hey, Kumpel! Das war's doch schon. Zurück ins Labor, zu Phase 2. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn du und ich und Anne nicht zusammenarbeiten, ist Force End Geschichte. Ach, was der ganze Planet. Das ist doch mal ein Einsatz. Wer ist denn jetzt Anne? Es gibt einen wissenschaftlichen Begriff für unsere Gegner. Extraterrestrische. Und nicht die Lustigen, die dir eine Sonde in den Allerwertesten verpassen. Nein. Unsere sind egoistische Liebhaber und echte Flachwichser. Ach du Scheiße, der Nächste, der Fräulein an der Murmel hat. Der eine sagt, die Regierung ist schuld, der andere jetzt die Aliens. Fuck, was ist los mit den Leuten? Die sind alle nicht ganz normal hier. Oh. Wollen die denn alle? Oh oh, das hätte ich nicht machen sollen. So. Ich glaube, wir haben sie alle. Gebt mir alles, was ihr bei euch habt. Ja, ich glaube, das waren alle. Ja, warte auf Larry. Wo ist denn Larry? Ah, okay. Jawohl. Hätten wir das auch? Ah, hier. Jetzt hat er die Satellitenschüsseln hier an seinem Wohnwagen dran. Sehen aus wie die, die wir eben abgeschossen haben. So. Ach, da hinten hat er sein Heli gelandet. Okay. Quatschen wir gleich nochmal mit dem. Larry! Okay, Sidekick. Phasos. Wieso bin ich der Sidekick? Jetzt wird die Sache interessant. Jetzt strafe ich alle Lügen, die an mir gezweifelt haben. Wenn wir Phase 3 gemeinsam erreichen wollen, dann musst du die Wahrheit mit eigenen Augen sehen. Du musst erkennen, dass die schon längst hier sind. Unter dem Radar. Kundschafter, die uns studieren und uns einschätzen für den unvermeidlichen Showdown. Wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, ist die Menschheit Geschichte. So einfach ist das. Darauf läuft es hinaus. Wir müssen sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Nur du kannst uns retten. Waren das genug Klischees, um ja. Uns zu überzeugen? Super! Geh nach Westen zum Kornkreis und sammle Proben der Außerirdischen. Du kannst sie nicht verfehlen. Sie leuchten nachts und das Brummen macht die Tiere verrückt. Wird nicht lange dauern, bis es uns auch noch verrückt macht. Oh, Scheiße, ey. Der hat echt einen am Rad. Aber finde ich cool. Ich mag so eine Leute, die einen Dachschaden haben. Erinnert mich immer an mich selbst. Ach, hier ist auch dieser Kornkreis. Ah, okay. Jawohl. Ja, machen wir jetzt hier weiter in dem Gebiet. Ich würde eigentlich auch ganz gern mal ins nächste endlich. Ahoi, hier ist Chuck. In Face-Region.
Andererseits kann es ja nicht schaden. Ah, hier haben wir auch noch eine Nebenmission. Die Prärie-Austernernte. Aber das ist ja gleich hier vorne. Das ist ja hier auf dem Feld gleich. Machen wir den Shit gleich noch. Irgendwie fühle ich mich wohler, wenn ich in einem Gebiet alles habe, bevor ich ins nächste weitergehe. Irgendwie so mein Ding. Ah, ich würde die gern verfolgen, die Quest. So. Na, sind doch noch 300 Meter. Egal. Laufen ist gesund. Steht eine Vogelscheuche. Hallo, Mr. Vogelscheuche. Tja, dann schläfern wir mal ein paar Stiere ein, würde ich sagen. Oh, scheiße. Zerstöre das Schloss, um die Kühe zu befreien. Sammle die drei Arten von Stierhoden. Ach du Scheiße. Ah, ich gehe mal lieber außen rum. Den Viechern ist nicht zu spaßen. Ja. Ruhig, Großer. Los, raus mit euch. Jetzt wird gebumst. Töte einen Stier, der sich paart. Oh, ich will ihn nicht töten. Allerdings, so ohne Hoden ist auch kein Leben. Da! Oh, Scheiße! Oh, fuck! Das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt bin ich gleich dran. Oh, da bin ich auch nicht sicher. Jo, das war's. Okay, so einfach geht das scheinbar dann doch nicht. Die ganzen Stiere gehen dann gehen richtig steil. Töte einen Stier, der sich paart. Ja, wie mache ich das? Fuck, jetzt bin ich wieder hier hinten. Kann ich irgendwie Schnellreise hinmachen? Doch. Das geht. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen, ohne zu sterben. Das sind nämlich echt verfickt viele Stiere. Ja, irgendwas lasse ich mir einfallen. Sammle die drei Arten von Stierhoden. Ja, will ich doch machen. Schießt denn jetzt hier schon wieder? Ihr seid frei! Warte mal. Ich wollte die doch verfolgen. Da. So. Ja, ich bin gar nicht hier. Oh, Scheiße, wie halten die so viel aus? Scheiße, der hält aber echt viel aus, ey.
Okay. Oh, eigentlich wollte ich die nicht töten. Ich dachte, die werden einfach nur kastriert. So doof. Töte einen Bullen mit dem Multi-Attraktor. Okay, es ist schon echt ziemlich witzig eigentlich. Auch wenn es echt ein wenig makaber ist. Aber was soll's. Was machen wir nicht alles, um die guten Prärie-Austern zu kriegen? Oh, die tun mir jetzt schon leid. Warte mal. Dose werfen, schießen, Handbremse. Okay, ich glaube, wir müssen einfach einen überfahren. Es tut mir leid, Kumpel. Töte einen Bullen mit Feuer. Oh, das ist so hart, es ist so krass. Wo sind die Molotow-Cocktails? Es tut mir verdammt nochmal leid. Oh, der vögelt die Luft. Flambierte Stier. So. Okay, das hätten wir. Ich verspüre den Drang, mit dem Traktor jetzt hier noch über die restlichen Stiere rüber zu fahren. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt zurück zu Casey. Der sich hier irgendwo befindet. Und dann überbringen wir ihm mal die Stierhoden. Und dann hoffe ich, dass sich die Leute die schmecken lassen. Meine hart erkämpften Hoden. Ach, es hört sich so falsch an. Ah, hier steht auch schon der Wagen und alles. Oh, hier ist so ein richtig kleines Fest aufgebaut. Nett. Ja, er hat noch was zu erzählen. Ich war bei Sherrys Angelladen und die Frau da wollte, dass ich dir eine Kiste Schnaps besorge. Ich wollte doch nur eine Angelausrüstung, um meine Familie zu ernähren, jetzt, wo die Sekte mir alles genommen hat. Da bist du ja. Okay. Sag mir, dass du die Juwelen hast. Ey, es ist ein geiler Typ. Meine Güte, die diesjährige Eierfeier wird die beste aller Zeiten. Ich kann es gar nicht erwarten, einen dieser leckeren Bälle zwischen die Zähne zu bekommen. Wenn ich diese kleinen Spermaschnitzel hier gewürzt und geklopft habe, werden sie einfach überirdisch gut schmecken. In Zeiten wie diesen wird uns klar, was wirklich wichtig ist. Unsere Freunde, unsere Familie, unsere Gemeinschaft, unser Zuhause. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Held. Und jetzt lässt du dir diese Lendenleckereien schmecken, nicht wahr? Komm schon, schnapp dir was zu trinken und dann legen wir los. Oh, yeah. Okay. Ein paar Drinks später. Oh, ich habe das ungute Gefühl, wir kommen jetzt auf eine beschissene Idee. Trinke einen Schnaps. Okay. Immer her damit. Schieß auf die Ziele. Ach, eine Zwille. Cool. Ja, das ist ja geil. Vielleicht sollten wir die auch das öfter mal dabei haben. Ah, los, komm schon. Besoffen schieße ich besser. Ja, zwei noch. Jawohl. Mal sehen, wo wir jetzt aufwachen. Oh, scheiße. Ja. Das war eine harte Nacht.
Ein Schwein mit einem Partyhut. Ich werd wahnsinnig. Mehrere. Wie geil. Hallo, Mr. Schwein. Die Ziege. Die Ziege hat auch einen Partyhut auf. Ah, das scheint echt eine geile Feier gewesen zu sein. Erstmal schön eingesoffen, das muss auch mal sein. Neben der Arbeit ein bisschen feiern. Geil, geil. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um Schluss zu machen mit dem Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, supportet mich, lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Daumen unter dem Video da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mich wissen, was euch nicht gefallen hat. Empfehlt mich euren Freunden, eurer Oma, euren Eltern, keine Ahnung wem. Und ich denke mal, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Und bis dahin sage ich, ciao, macht's gut, Leute.